Moin und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Keeper. Während ich eine kleine Pause gemacht habe, haben die kleinen Racker schon ein bisschen weitergearbeitet. Und haben sich hier schön weitergegraben. Und schauen mal, was sie entdeckt haben. Da werden wir uns auf jeden Fall zu durchgraben und eine Brücke bauen. Und wir mussten ja auch noch unseren Trainingsraum erweitern. Jetzt haben die die Ecke haben wir vergessen. Kramkreaturen, nichts zum Trainieren. So. Dann suchen wir mal nach mehr Gold. Das ist aber alles, glaube ich, auf der anderen Seite. Dann graben wir uns jetzt mal auf der anderen Seite nach Gold durch. Klauen wir unserem Gegner Gold. Ja. Zahltag, sehr schön. So. Da kriegen wir auf jeden Fall mehr Gold. Okay, da bauen wir jetzt eine Brücke rüber. Na, dann bauen wir halt von hier. Da haben wir schon erschlossenes Gebiet. So, und da können wir uns das hier holen. Was auch immer das ist. Oh, was ist denn das? Was ist denn da los? Hat der angegriffen? Wo war denn das hier? Schauen wir mal. Da wird auf jeden Fall gekämpft. Und er hat da alle Leute zusammengerufen. Ah, genau an der falschen Stelle. Na los, komm. Was ist denn da los? Komisch. So, was haben wir hier aber? Neues Gebiet entdeckt. Zahltag. Dein Spezial gefunden. Ah, Level steigern, sehr schön. Und nochmal Level steigern. Toll. So muss das sein. Immer schön Level steigern. Langsam geht uns echt das Geld aus. Komm, wir kramen uns dann hier, kramen uns weiter durch bis nach drüben. Ja, wir müssen jetzt angreifen. Da hilft nichts. So, hier das Gold einsammeln und dann greifen wir an. Die sahen eh nicht so aus, als ob sie wirklich gut wären. Okay. Die sind jetzt trainiert genug. Und dann graben wir uns jetzt hier schon mal durch. Kommen wir mal auf. Und wir graben jetzt erstmal hier einen Gang in den fremden Dungeon. Ich kann ich gar nicht durchgraben, okay. Aber irgendwie muss man ja da in den gegnerischen Dungeon reinkommen. Das sind auch schon Level 3 Kreaturen, ne? So, mal schauen. Ah, da sind wir. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt geht's los. Der ruft die ganze Zeit seine Leute zusammen, ne? Mhm. Komm, das machen wir mal auch. Was war denn das hier? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Da kostet uns das ja nix. Das ist eine ganze Menge und die sind eigentlich gut ausgerüstet. Mal gucken, ob wir eine Chance haben. Ja. Okay, jetzt holen wir mal hier. Ja. Ich glaube, ich muss einfach mal meine Kreaturen jetzt alle holen. So. Und das sind unsere Zauberer. Weißt du, unsere Kreaturen überleben im Kampf? Was soll denn das? Komm, Alter. Das will ich nicht hören. Oh, das sieht aus wie eine Giftgasfalle. Leute, andere Richtung. Ich hab doch da so ein Ding hingesetzt. Gilt es nicht mehr, oder was? Ja, komm, mach den Kleinen kaputt. Sehr gut.
Alter, was geht denn da ab? Ach, das ist direkt deren Schlafdingens. Super. Okay, jetzt, muss ich denn das nur irgendwie hinkriegen, dass die Leute da hochkommen? Da scheint auch irgendwas los zu sein. Eure Kreaturen werden angegriffen. Okay. Schnell unseren Goblins zur Hilfe eilen. Unsere super Typis dahin. Und die jagen wir jetzt von hinten rein. Ach, die können Giftgas machen, das ist ja super. Alter, da geht's ab. Na los, komm. Dann hier auch nochmal rein. Und die Käfer, die brauchen wir auch. Die machen wir auch. Ein Gemetzel, Alter. Ein Gemetzel. Oh nein, ey. Na, wenn das mal nicht erfolgreich war, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir haben sie alle fertig gemacht. Na, traut sich noch jemand? Hallo? Na? Huhu. Wir sind... Haben wir unsere Goblins hier irgendwo? Unsere Imps? Kommt, Leute. Wir müssen ein bisschen vorankommen. Außerdem brauchen wir natürlich auch ein bisschen Gold jetzt langsam. Ja, man darf hier nicht zu langsam, nicht zu lange warten. Warten, meine ich. Dieses Geschrei, das ist auch Wahnsinn. Super, siehst du, der hat auch seinen Schlafplatz direkt neben diesem Eingang gemacht. Das ist also immer eine ganz gute Idee. So. Ah, da hat er einmal geschrien, da rennt der Imp wieder weg. Sehr gut. Können wir den hier einnehmen dann? Ne, ich versuche jetzt hier, ich mache jetzt einfach mal hier. Genau. Ich lasse die jetzt hier einfach mal da hinlaufen hier. So. Hat so ein bisschen was gekostet, aber ich glaube, das ist nicht so schlecht. Irgendwie müssen wir ja vorankommen. So, hier wird auf jeden Fall schon mal fleißig wieder ein bisschen Gold abgebaut. Ja, ging so ein bisschen... Oh, hier ist schon das Herz. Oha. Das ging ja fix. Was ist denn der für ein... Ich glaube, das ist nur... Das sehen wir nur nicht richtig, sonst wäre das eine witzige Goldkammer. Ja, komm. Der ist da gleich tot, genau. Und das machen die doch mit links, meine Leute. Das haben wir doch gleich gewonnen. Der hat echt nicht viel gemacht. Okay. Wahrscheinlich, weil wir auf ganz einfach spielen, deswegen. Stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen, ja. Und der Gegner ist schon tot. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ja? Ist das jetzt unser? Ah, schön. Ja, das ist ja... Warum ist der denn so groß? Echt mal. Das macht da gar keinen Sinn. Eure Kreaturen unterliegen. Der hat da wirklich keine Leute mehr. Das haben wir wohl gewonnen. Das haben wir wohl gewonnen. Ja, ja, ja. Aber ich würde hier gerne noch ein bisschen erkunden, ne? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen ein paar Fliegen. Super. Jetzt haben wir doch noch ein paar Gegner. Aber die sind sofort tot, obwohl meine auch gar nicht, ein paar nicht so gut aussehen, ne? Man müsste sie eigentlich da ein bisschen zurück wieder rausnehmen. Aber jetzt dürfte eigentlich nicht mehr so viel passieren. Nee. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Ja. Die tragen den Sieg davon. Sehr gut. Wir haben das Königreich erobert. Dankeschön. Das war aber auch nicht so einfach, ne? Also, weil es war jetzt auch nicht super schwer, aber man musste schon ein bisschen was für tun.
Da hat er halt viele Leute so. Und eigentlich haben wir es nur geschafft, weil wir unsere so schön hochgelevelt haben, ne? Ja, also unsere Taten sind eines Dungeon Keepers würdig. Das hoffe ich doch. Immerhin sind wir einer. Also das wäre es ja wohl gewesen, ne? So, dann lassen wir erstmal noch hier alles an Geld einsammeln. Und können wir eigentlich diese Flagge auch wieder wegnehmen? Ja, ja, ich habe gewonnen. Ich weiß, ich kann mit Leertaste kommen. Kann die aufhören? Jetzt tummeln die sich da die ganze Zeit. Wie macht man denn das weg? Ein Eingang wurde erobert. Ah, jetzt haben wir auch noch einen zweiten Eingang. Ach, das ist ja super. Okay. Wollt ihr sich jetzt hier Nest hier nehmen? Wie macht man denn diesen blöden Dingens weg? Keine Ahnung. Zweiten Zauber? Nee. So? Auch nicht. Musst du diese Fahnen wegkriegen irgendwie. Naja. Ja. Das ist sehr schön. Es wird immer besser. Hier unten war ja auch noch was. Ah, hier, das ist der neue gegnerische Raum. Hier ist noch eine Bibliothek. Hier ist noch ein Trainingsraum. Was haben wir denn hier mit dem Gold? Das wird auch schön abgebaut. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch alles? Ist hier Schluss? Hier scheint Schluss zu sein. Nee, doch, da geht's noch weiter. Da ist noch ein bisschen was. Ist auch eine, ist doch eine große Schatzkammer. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, das... Ah, doppelt draufdrücken. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Yeah. Oh. Da hat aber die Engine ganz schön zu kämpfen. Super. Super. Kriegen wir jetzt eigentlich hier noch mehr Leute? Nee, ich glaube nicht. Mehr als 25 werden es wahrscheinlich in dem Level nicht sein. Können wir hier noch irgendwas? Hier ist doch noch was. Hier ist doch noch was. Komm. Bock, 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 bock. Komm, wir holen uns hier noch... Oh, wir haben jetzt aber ein bisschen Geld. Da hole ich mir jetzt hier noch ein paar Goblins. Genau. Hier gibt es noch was zu essen. Sehr schön. Das gehört uns auch gleich. Dann haben wir seine gesamte Basis eingenommen. Wo ich mich hätte auch hier schön von hinten hier lang graben können, ne? Hm. Hätte man auch machen können. Komm, wir versuchen das nochmal. Und zack, komm, mach mal die Tür auf, bitte. Wir haben Anspruch auf. Ja, jetzt haben wir alle seine Räume. Und aufmachen, bitte. Ja, die Einser, die können wirklich nicht mit Feuer schießen. Das gibt's nicht. Das können erst die höherstufigen. Das hätte ich nicht gedacht. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich habe es ja gesehen. Schon in einer der vorherigen Folgen, aber... Okay, da geht's dann doch nicht weiter. Schade. Na gut. Hätte ja sein können. Auch wieder schöne Wandfresken. Ja, dann gibt's hier wahrscheinlich nichts weiter zu tun. Außer, weiß ich nicht, mehr Gänge graben, aber das ist ja ein bisschen langweilig auf Dauer. Wenn man keinen Gegner hat. Dann, wir haben nicht mal eine Falle und keine Tür gebaut, ne? Haben wir nicht gebraucht. Ja, dann gucken wir uns mal unsere Statistik an. Angelockte Kreaturen, 26. Keulenschlag. Ja. Keulenschlag. In den Straßen rinnt der Lebenssaft der Erschlagenen. Schreie gellen durch die Nacht wie der Gesang einer rachsüchtigen Sirene. Ideal für einen Wochenendausflug mit den Kindern. Ja, klingt toll. Also da will man doch dran teilnehmen auf jeden Fall. Also wo waren wir? Angelockte Kreaturen, 26, Effizienz, 30. Also wird immer schlechter. Glaube ich jedenfalls. Zeit. 34.000, weiß ich nicht, Punkte. Stil 100, ja, wir haben es mit Stil gemacht. Das finde ich auch. Wertung 5.100 noch was. Wie viel Gold haben wir denn?
Gold, Gold, eine hohe Zahl. Suchen wir nach einer hohen Zahl. 24.000, nee, das ist auch nicht. Das war da 149.000 Gold gesammelt. Das ist doch mal was Schönes. Ich mache mal keine kurze, sondern mal eine längere Aufnahmepause. Ist auch schon ganz schön spät hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.